Gott, ich will ein Eyeliner und Kajal Sammlungsvideo machen. Ich habe nämlich die Augen ja schon fast fertig und deswegen, das ist ein bisschen viel. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann machst du mal das Video, weil das ist eigentlich relativ interessant. Wenn ich nicht alles fallen lasse, ich hoffe, dass nichts runterfällt. Ich zeige euch mal einen Eyeliner, einen Glitter-Eyeliner. Ich habe so Angst, dass mal alles runterfliegt. Der sieht so aus. Das ist von Urban Decay einer. Den benutze ich auch zurzeit öfter. Der sieht so aus. Habt ihr auch, glaube ich, in verschiedenen Videos schon gesehen. Er wird auch schon relativ leer. Ich finde den gut, aber ich weiß nicht, ob ich ihn mir nachkaufen würde, sage ich euch ganz ehrlich. Und dann habe ich noch zwei von der Deko. Die habe ich irgendwo dazu schreiben vergessen, weil ich sehr schlampig in letzter Zeit bin. Einer in Gold und einer in Silber. Die sind super. Die habe ich wirklich geliebt. Die habe ich fürs Fotoshooting dauernd verwendet bei Kunden. Dann habe ich noch einen Gel-Eyeliner. Sparky! Stellt schon wieder irgendwas an. Dann habe ich noch einen Gel-Eyeliner, den ich jetzt zurzeit öfter verwende. Das ist der von Make-Up Factory. Den kennt sie ja eh. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen, aber ich glaube schon. Aber ich schaue dann kurz, bevor ich das Video beende, nochmal nach. So, fangen wir mit dem an, was ich auf meiner Schoß liegen habe. Da ist noch ein Eyeliner von Too Faced. Den hat mir eine Freundin zu Geburtstag geschenkt. Der wird so angewendet. Der sieht auch so aus. Dazu drei, ganz kurz nur. Mein Hund macht mich krank. Den habe ich von ihr geschenkt bekommen. Habe ich bis jetzt nur einmal verwendet, weil ich mit dem nicht so zurechtkomme. Dann habe ich noch drei Eyeliner von einer Essence-Kollektion. Ich habe die nur einmal, glaube ich, benutzt bis jetzt. Oder geswatcht für meinen alten Blog damals. Die sehen so aus. Einmal weiß, lila und pastellgrün. Ich sollte die mal wieder verwenden. Ich sollte alles mal wieder verwenden. Das werdet ihr öfter jetzt hören. Dann habe ich hier einen Eyeliner aus einer Rock Art LE. Weiß nicht, ob der noch gut ist. Müsste ich mal probieren. Aber es schaut sehr eingetrocknet aus. Aber mal gucken. Man muss ich mal probieren, ob der jetzt eingetrocknet ist oder nicht. Dann habe ich den Jumbo Eye Pencil von NYX. Den schwarzen. Ich mag das nicht. Also ich mag den irgendwie überhaupt nicht. Ich finde, der ist dämlich zum Spitzen. Ich komme mit dem überhaupt nicht klar. Und dann habe ich hier einen von Essence noch, von der alten Verpackung. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie der heißt. Steht da noch der Name drauf? Oh ja, 19 All I Want hat er geheißen. Den habe ich mal bekommen, weil ich meine Wimpern fotografiert habe und an Cosnova geschickt habe. Und da habe ich den bekommen, einen grünen Lidschatten und einen Lipgloss. Dann, den benutze ich ja zurzeit die ganze Zeit, den Love Kajal. Ich bin in letzter Zeit nicht mehr so zufrieden mit dem. Ich benutze ihn halt als Vorlage für meinen Eyeliner. Es ist auch nicht mehr viel drin. Das ist der Rest, was noch drinnen ist. Und ich bin auch froh darüber. Und ich würde mir auch keinen Love Kajal mehr kaufen. Weil ich nicht der Meinung bin, dass sie gut sind. Am Anfang haben die mir gut gefallen, aber ich habe nicht mehr das Gefühl, dass das irgendwie am Auge hält. Seit ich die von Make-Up Factory habe. Nein, das ist weg. Seit ich die von Make-Up Factory habe. Das sind meine absoluten Lieblinge. Das ist einmal der grüne. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Smoky Liner 16, den habe ich im Sommer total oft tragen. Ich glaube, das werdet ihr noch wissen. Dann habe ich den Smoky Liner 28, den habe ich geschenkt bekommen, weil ich den Umbau von Miss Lean bekommen habe, habe ich mir zwei Sachen aussuchen dürfen. Leider ist das Lippenpeeling noch immer nicht da, das ich mir ausgesucht habe, aber was soll's. Dann habe ich ein paar Yves Rocher Kajalstifte. Sparky, das sind Kajal. Oh, er schnüffelt. Was süß. Gleich, okay. Gleich muss nur mein Video zu Ende machen. Die habe ich alle noch nie verwendet, außer einen. Ich glaube, irgendwo muss ein offener sein, der irgendwo rumkugelt. Das war mal aus einer Kollektion von Yves Rocher. Ja. Das Blöde ist, dass ich den nicht spitzen kann. Das ist der gelbe. Habt ihr irgendwann mal in einem Haul-Video gesehen? Dann habe ich... Ah, da ist der offene von denen, was ich vorher gesehen habe. Nachdem war ich so süchtig, dass ich mir gleich drei gekauft habe. Die Logik ist nicht gerade groß, aber wurscht. Dann habe ich hier diesen von Make-Up Factory, den ich unter, also auf der Wasserlinie verwende. Der ist ziemlich klein nur noch. Da ist nicht mehr viel da. Aber ich mag ihn noch immer total gern. Sparky, würdest du jetzt aufhören? Er macht die ganze Dinge dann Blödsinn. Dann habe ich einen von Lancôme. Den hatte ich in einem Set, was ich zu Weihnachten bekommen habe. Das ist aber nur so ein kleiner. Ja. In schwarz. Dann habe ich zwei P2, oh, da ist noch einer von Yves Rocher, von dieser Kollektion, was ich vorher gerade gesehen habe, in Türkis und Blau.
Also ja, türkis und blau. Das ist das Problem, was ich meine. Man kann die nicht spitzen. Also der Essenzspitzer ist dafür nicht geeignet. Dann habe ich hier von Miss Lean einen und von P2 zwei. Die habe ich mir damals gekauft, wie ich in Stuttgart war. Mag ich auch nicht mehr so gerne. Am Anfang war ich sehr begeistert von denen, aber irgendwie bin ich ein bisschen enttäuscht. Den habe ich eine Zeit lang zu Weihnachten verwendet und drunter aber noch einen anderen Eyeliner. Oh, den ich fast vergessen hätte, euch zu zeigen. Die habe ich ja auch noch. Das sind die Lancôme Eyeliner. Die habe ich von der Arbeit mir nehmen dürfen. Den grünen habe ich sehr, sehr oft zu Weihnachten getragen. Nur das Problem ist so wie bei dem MAC. Seht ihr das? Das ist total verbogen. Das war bei dem MAC damals auch, was mich so gestört hat. Weil ich hatte ja damals MAC Eyeliner auch, die ich so gern benutzt habe. Habe ich schon sehr, sehr lange aufgebraucht. Ja, Miss Lean. Die mag ich eigentlich sehr gern, aber die Drehbahn gibt es nicht mehr von Miss Lean. Die haben die auflassen. Weil die mochte ich sehr, sehr gern. Das ist auch so ein Grün. Ja. Dann habe ich noch einen Türkisen von Yves Rocher. Habe ich noch nie benutzt, glaube ich. Nein, habe ich noch nie benutzt. Der sieht so aus. Den habe ich mal gratis bei einem Einkauf dazu bekommen. Dann habe ich hier noch zwei MAC. Nur noch zwei. Es müssten mehr da sein, aber vielleicht irre ich mich auch. Nö, ich sehe keinen mehr. Naja, kann ja nicht sein, dass ich alle schon aufgebraucht habe. Wo sind die anderen? Ich bilde mir ein, ich habe noch mehr. Mir fehlt der grüne von MAC. Weil den fehlen welche, aber wo können die sein? Egal, aber ein grüner fehlt mir von MAC und ein schwarzer fehlt mir noch von MAC, das weiß ich. Und ich bin gespannt, wo die sind. Auf jeden Fall habe ich hier noch den blauen. Das sind meine Lieblings-Kajalstifte von MAC. Das sind die Pearl Glide. Die sind super. Die mag ich total gern. Nur weiß ich nicht, wo die anderen sind. Die liegen da nicht dabei. Irgendwie gehen mir die ab. Aber ich werde die schon finden und euch die in einem anderen Video dann zeigen. Mir geht auf jeden Fall ein grüner ab und ein schwarzer. Aber es ist klar, ich komme in meinen Schminktisch nicht gescheit, also in meinen Schminkkasten nicht gescheit rein. Deswegen werden die irgendwo da drin rumfliegen. Weil ich habe sonst die Lade, habe ich da noch vorne und da ist sie nicht drin. Das ärgert mich jetzt, aber machen wir weiter. Ich habe nämlich nicht mehr viele, nur noch ein paar. Also einmal habe ich den Sante-Kajalstift noch. Den hatte ich sogar schon mal und habe ich sogar mal aufgebraucht. Den habe ich von der Arbeit wieder bekommen. Ich mag die Farbe total gern. Ich hoffe, die gibt es überhaupt noch. Ich habe die letztes Mal gar nicht gesehen, weil das ist mein liebster Kajal von Naturshop. Dann habe ich hier einen von Love, weil den gibt es nicht mehr. Das ist ein grüner. Ich habe es irgendwie mit grünen Kajalstiften, wie ihr sehen könnt. Also grün und Türkis und am meisten grün. Grün ist am meisten. Dann habe ich hier noch einen blauen von NYX. Den habe ich mal geschenkt bekommen von einer YouTuberin. Habe ich noch nie benutzt, aber den würde ich gerne im Sommer mal verwenden, weil die Farbe sehr schön ist. Und dann habe ich noch einen pinken von MAC. Den weiß ich nie, wie ich den verwenden soll. Der sieht so aus. Ja. Wenn ich den oben abschaue, nehme ich immer krank aus. Und dann habe ich einen letzten, den ich euch noch zeigen will, den benutze ich auch gerade, deswegen ist er auch so klein. Das ist von der Essence Eclipse Collection, spricht man das aus, von Twilight, die Kollektionen. Den schwarzen mochte ich sehr, sehr gern, aber der hält irgendwie gar nicht auf meinem Auge. Den schwarzen mochte ich total gern, den habe ich sogar aufgebraucht, aber den grauen, ich weiß nicht. Das ist nämlich der 01 Hyde, Bella Hyde oder so heißt der. Steht aber unten in meiner Infobox, wo ich alles aufschreibe, wie ich mich geschminkt habe heute. Da könnt ihr den lesen, falls euch das interessiert. Ablesen, falls euch das interessiert. Die Kamera ist ein bisschen komisch. Oder doch nicht. Irgendwie habe ich schon gezoomt. Wie geht denn das? Ich habe gezoomt. ja. Den versuche ich jetzt gerade aufzubrauchen. Ja, ich habe das Gefühl, mir fehlen ein paar Sachen, aber ich bin mir nicht sicher, wo die sein können. Ist ja nicht so schlimm. Wenn, dann kann ich es euch ja in einem anderen Video mal zeigen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war relativ kurz, aber ich habe ganz schön viele, was ich da jetzt alles sehe. Also das ist echt viel. Das ist wirklich viel. Aber ich bin am Aufbrauchen. Kajalstifte kriege ich relativ gut leer. Ja, das war's soweit mit dem Video. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr auch gern Kajalstifte oder lieber Eyeliner bevorzugt. Weil ich benutze Kajalstifte so gern für die untere Linie am Auge, sagt man das so. Hier für die
für einen Wimpernkranz unten, sagt man ja so, oder? Da mag ich die Kajalstifte am liebsten. Falls man mich fragen würde, welche ich am liebsten mag, sind das natürlich die MAC, die Pearl Glide und die Makeup Factory Smoky Liner. Die liebe ich, die sind super. Die sind von allen meine Lieblinge, wirklich. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob euch Eyeliner oder Kajalstifte lieber sind. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!